Willkommen bei Powerplausch, dem Good Feeling Podcast mit Andrea und Pascal Lexuth. Blicken Sie hinter die Kulissen und lauschen Sie dem Plausch der Inhaber von Good Feeling Products. Good Feeling. So, genau, heute starte ich mit unserem neuen Podcast hier, denn heute habe ich das Vergnügen, nicht nur mit meinem tollen Mann hier zu sitzen, sondern mich heute gleichzeitig mit zwei tollen Männern hier zu unterhalten. Denn heute haben wir noch dabei unseren mega tollen Big Daddy, der dafür verantwortlich ist, dass es diesen genialen Good Feeling Power Song schon seit Jahren gibt. Herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Thank you, thank you. Herzlich willkommen. Yeah. Daddy. Schön, dass du hier bist. Yay. Und wir wollen ja immer aus unserer unternehmerischen Tätigkeit erzählen, aus unseren Anfängen erzählen, und das haben wir ja schon zum Teil gemacht. Und heute kommt eine Person hier hin, die sehr viel dazu beigetragen hat, dass nicht nur Good Feeling, sage ich mal, im Körper ist, sondern auch Good Feeling in den Ohren. Und er hat uns gesehen und verstanden und hat aus unserer Idee etwas umgesetzt, was ich bis heute noch als absoluten Ohrwurm empfinde, mega künstlerisch super geil umgesetzt, und wir waren auch schon mal irgendwelchen Charts ganz oben. Ich glaube, wir bringen das noch mal ganz weit nach oben. Also das ist schon wirklich interessant. Vielleicht erzählt kurz Big Daddy, der ihn noch nicht kennt, ganz kurz, was sein Hintergrund ist und mit wem er so zusammenarbeitet, warum wir da mal zusammengekommen sind, und dann erzählen wir noch mal, wie wir das aus unserer Sicht empfunden haben. Genau. Big Daddy, erzähl mal. Hey, danke schön, danke schön. Ich versuche auf meinen Dinglisch, Deutsch-Englisch, weil ich hätte lange kein Deutsch gesprochen, seit ich bin hier auf der Insel, und ich hätte sehr viel Deutsch vergessen. Aber ein bisschen von meinem Hintergrund, ich war in Deutschland, ich komme in 1992 mit Militär, und wenn ich komme aus dem Militär, ich habe gesagt, okay, ich will ein bisschen Entertainment machen, Musik machen, und ich hätte angefangen mit einem bekannten Künstler, heißt Captain Hollywood. Und man kennt Captain Hollywood, die Hits More and More und das. Genau. Und er war mein Mentor. Ich hätte für ihn gestartet im Tonstudio zum Produzieren. Und dann sofort einen Titel mit Dieter Bohlen gemacht im Studio in Hamburg. Und Alex Christensen in verschiedenen Musiksachen am MTV. Und in 2001, ich hatte einen Hit mit die bekannte Vanilla Ice. Ja. Ich hatte Ice Ice Baby neu gemacht. Und das hat schnell in Charts eingestiegen. und dann ich fange an, die ganze Europa und die Welt zu promoten und touren. Und das war geil. Und ich hatte Partys und Events. Und das war meine Ding, weil ich hätte gesagt, vielleicht ich bin zu alt, auf der Bühne zu stehen. Das ist für die jungen Leute. Aber viele von meinen Promoters haben gesagt, Big Daddy, damals Alex, du machst das richtig geil. Bleib auf der Bühne, motiviert die Leute, das Publikum, ist egal, wie alt du bist. Und nach diesem bisschen Erfolg, ich hätte meine Kinder bekommen. Mhm. So, ich habe 5 Kinder. Ältestes Kind ist 31 dieses Jahr. Ja. Wow, und cool. Ich bin auch Grandfather. Grandfather, so Opa. Meine Tochter, sie ist 24, sie lebt in Amerika. Und ja, ich bin seit 5 Jahren Opa geworden. Wow. Das ist sehr, sehr gut. Ein sehr cooler Opa. Und weil ich so jung aussehender Opa, definitiv. Ja, sie ist extrem jung aus. Ja, aber das war nichts immer so, weil wenn du damals sehr oft im Tonstudio was produziert, man fängt an zum Naschen. Ja. Und dann abends 2 Cheeseburger, Döner, Pommes, und in Deutschland gibt es das gute Schnitzel und Schäufele und Schweinebraten. Und denn ich hätte sehr viel Kilos zugenommen. Ich war auf 116 Kilo. Ja. Und das fängt an mit meiner Gesundheit, mit Diabetes, und ich hätte meine Vision verloren, meine Augen verloren. Ja. Das war sehr heftig damals. Mhm. Aber ich fange an wieder so damals mit Sports, weil ich hätte gesagt, ich kann nichts die ganze Zeit im Tonstudio setzen und naschen und Gummibärs und die ganze Zeit. Und ich muss ein bisschen, wie sagt das auf Deutsch, ein bisschen
Bewegung in Verpflegung oder Verpflegung in Bewegung. Ja. Ich muss meinen Arsch bewegen. Ja, das ist immer wichtig. Also, dazu möchte ich kurz was sagen. Das ist ja immer ganz wichtig, ne? Auch für unsere Zuhörer. Egal, was ich mache, Business, Geld verdienen oder für meine Familie oder sonst was, ich muss meinen Arsch bewegen. Gut, dass das mal einer so ausspricht. Genau, Arsch bewegen. Ja. Das ist wichtig. Wer seinen Hintern bewegt, verdient auch Geld. Das ist einfach so. Das stimmt. Ja, muss gesund bleiben und alles. Genau. Ja. Schön. Und du hast gesagt, Luis Rodriguez und Modern Talking. Ja? Und das hat uns ja damals so fasziniert. Jetzt kann man Fan davon sein oder auch nicht, ja, aber cool. Und der dahinter ja steckt und steckte, ist ja Luis Rodriguez, ein guter Freund von dir, ja, der hier ein mega Tonstudio auf Mallorca für Millionen, ich glaube die Baukosten waren 6 oder 7 Millionen Euro, aufgebaut hat, was wir bis dahin nicht wussten. Und ich weiß gar nicht mehr, Schatz, wie sind wir überhaupt an Luis Rodriguez gekommen? Durch einen Kameramann, glaube ich, ja? Wir sind zusammengekommen. Und nein, danach sind wir zusammengekommen. Erst sind wir zu einem Tonstudio gekommen. Dann haben wir Big Daddy kennengelernt. Und dann haben wir gemeinsam an der Idee gearbeitet. Und, ja, ich glaube, das war die Cameraman. Ich habe die Namen leider vergessen. Ja, stimmt. Ja, Cameraman von Mallorca TV. Genau. Jetzt fällt mir auch wieder ein, genau. Ja. Für den Werbespot damals, den wir gemacht haben. Den Werbespot, und dann sind wir da dran genau. Ach, wir wollten den Werbespot drehen und dann habe ich gesagt, I feel the power, das hinterlegen wir. Und dann hieß es, ja, da müsst ihr die Rechte dafür und das ist schwierig, das kriegen wir nicht hin. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir ein eigenes Song. Ja. Und was mich aber an dich, was mich sofort so fasziniert hat, auch als wir uns dann kennengelernt haben und wir haben dir dann unsere Story erzählt mit dem Good Feeling Power und unsere, wie wir das Ganze gestartet haben und so weiter. Da muss man einfach sagen, diesen Text und all das, was du daraus dann gemacht hast. Wir zusammen. Ja, ich sehe das so, nur so. Aber du hast uns sofort verstanden. Ja. Du wusstest sofort, du konntest sofort das fühlen, was wir auch, was wir gesagt haben. Da bekomme ich jetzt auch wieder eine Gänsehaut. Mhm. Und du hast es ja sofort, ich glaube, wir hatten eine Woche dazwischen oder so. Mhm. Und du hast zumindest für mich gefühlt, es direkt so auf den Punkt gebracht. Ja, das war weil gigantisch. Normalerweise, wie man es erkennt, sind wir sehr starke Persönlichkeiten und wir wollten ja, und das tun wir heute noch und das haben wir damals getan, Sachen zu Ende zu bringen, sie stark einzuleiten und auch zu Ende zu bringen. Das heißt also, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, dann sind wir auch sehr stark dran. Und dabei hatten wir aber jetzt gar keine Ahnung und wir fühlten uns direkt gut aufgehoben. Wir kamen dann auch in das Studio so rein und so. Du hast uns auch so geflasht, gute Gefühle gegeben. Ja. Und das hast gute Gefühle gegeben. Wir saßen da auf so einer Couch, da wo schon andere Künstler da saßen. Und dann wurde uns erstmal die Technik gezeigt. Ja. Der Luis hat gut da auch performt, so sage ich mal, so auch als Mensch und so. Und dann haben wir dir ja nur erzählt, was es Good Feeling Power kann, was es macht, warum wir das machen, wer wir sind. Und du hast uns gelesen. Und der Hammer ist ja, das Ergebnis ist ja gekommen, ohne dass wir dich nochmal kontaktiert haben. Genau, das war so eine Woche. Genau. Und dann haben wir so in der Woche so gesagt, haben wir vielleicht noch vergessen, das zu sagen oder jenes. Und wir so, da kann das doch gar nicht alles aufgenommen haben. Und dann weiß ich, standen wir in dem Studio und haben das erste Mal das gehört und die Gänsehaut werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Good Feeling Power is calling you. No problem. Wirklich cool. Total. Ja, und Leanne Ross ist ja deine Partnerin in dem Video, in dem Gesang und Leanne Ross ist die Freundin, ja. Seit ich glaube 30 Jahre, 35 Jahre, mit Luis Rodriguez zusammen. Ja. Und Luis Rodriguez, sag nochmal, welches Lied er, das bekannteste Lied der Welt, komponiert hat. Welches ist es? Er war der Produzent oder Partner mit Dieter Bohlen und der hat diese Album You're My Heart, You're My Soul und Sherry, Sherry Lady und auch, auch mit mehr bekannten Künstlern wie Dionne Warwick oder Baccarat. Viele Künstler. Ja, und das Lied Brother Louie
ist es auf ihn bezogen. Das ist, ja, genau. Das ist auf ihn bezogen, ja? Ja, ja. Also es war für uns auch eine tolle Sache, abgesehen davon, dass das Superlied rausgekommen ist, was immer aktuell sein wird. Auch eine tolle Erfahrung. Ich meine, er hat mit Modern Talking zusammengearbeitet und dann wird ein Lied und wir sind ein Teil so die Geschichte so da so rein. Also es war für mich schon wirklich toll, so einen Teil der Geschichte zu sehen. Was aber jetzt einfach, finde ich, natürlich so für uns auch noch viel cooler ist, seit kurzem haben wir es ja auch auf Instagram. Das heißt, jetzt wird dieser Song ja auch sehr oft in Good Feeling Product Stories verwendet, ganz einfach Good Feeling Power, oder wir haben das ja auch bei uns, wenn du bei uns anrufst in der Telefon und die Leute sagen so oft, es ist so cool, bei euch in der Warteschleife zu sein und bei euch anzurufen, weil vom Good Feeling Power Song, da bekommst du echt direkt richtig gute Laune. Aber weißt du, was wir nie gefragt haben? Wie hast du das gemacht, beziehungsweise wie hast du dich dabei gefühlt? Kannst du heute noch dich erinnern, wie, welche Notizen du dir gemacht hast, warum du sagst von the Ground to the Eiffel Power, Eiffel Tower, Good Feeling Power is coming over. Warum hast du diese Textpassagen genommen? Weil es ist ja, beschreibt ja die Menschen, die das Produkt nehmen. Das sind so einzelne Sachen, die die Menschen uns teilweise beschreiben. Und du hast das natürlich in eine bildliche Sprache umgebracht. Aber wir haben dich nie gefragt. Erzähl doch heute mal brandexklusiv das allererste Mal, was du dir, wenn du es nicht noch erinnern kannst, dabei gedacht hast, wie du dazu gekommen bist. Ich glaube, das fängt an, the moment when ihr beide kommt im Tonstudio und mit so großen Augen wie ein kleines Kind in Wunderland geguckt und war erstaunt, das ist unglaublich hier. Weil viele Leute, das kommt jeden Tag im Tonstudio, das ist nichts Besonderes. Aber für euch in diesem Moment, ich habe gesehen, gecheckt, wie geil das war in dem Moment, und es steht die bekannten Luis Rodriguez und die Atmosphäre. Und ich glaube, wenn ich so richtig so, I go back in the time, ich glaube, Andrea hat mir so ein paar so Keywords gegeben. Mhm. Und ich hätte auf die in the Flyers und ein bisschen geschaut und ich habe gesagt, mit dem Logo Good Feeling Power muss einen Lied oder ein Song, das sind timeless. Hat nichts zu tun mit House-Music oder Schlager-Music. Ich wollte einen Spirit reinbringen. Das wird timeless und das fliegt. So wenn die Leanne Ross singt, die Power is coming over me oder Eiffel Tower, das ist so eine Weltreise in Spirit. Yes, yeah. Und auch in der Zukunft from diesem Mood. Das ist auch merklich, so Techno, oder? Aber ich wollte das nichts, weil es wurde meiner Meinung nach die falsche Publikum. Mhm. Und wie du sagst, wenn du spielst das in Telefon Warteschleife oder Warte Waiting Line, dass die Leute sagen, ich kenne das nochmal, das steht nichts und ich verstehe jede Word, jede Text und ich kann auch mitsingen. Ja, genau. Weil ich will nichts vergessen, wenn ich war hier und wir präsentieren das und die Gäste fängt an, das zu mitsingen und mitfeiern. Und das war mein Ziel, your spirit in das Lied zu fortbringen. Ja, und du hast das auch perfekt gemacht, wie du deinen Sprechgesang mit der Leanne Ross, mit ihrer Singstimme, dein Sprechgesang, und das ist wirklich ganz klar. Also jeder kann auch die englischen Wörter verstehen, weil sie ganz klar ausgesprochen sind. Super gesungen, Leanne Ross ist übrigens super auch in Russland und so eine ganz, ganz bekannte und beliebte Sängerin, international sowieso und ganz tolle Sängerin, die da echt gut performt. Also ihr habt das echt toll zusammengebracht. Dankeschön. Auch das Cover ist super entworfen. Das Cover, also, genau, aber da haben wir auch gedacht, da müssen wir uns einen Gedanken dazu machen und so. Dann hast du das aber auch direkt präsentiert. Weil ich hätte Cover gemacht, selber. Genau, das war cool. Ja, ja. Du hast voll geliefert. Also du hast voll geliefert. Also es war nichts, kein Wunsch mehr offen. Es fehlte keine Passage daraus, es fehlte, nichts hat gefehlt. Also wir haben uns inspiriert. Wenn man wissen möchte, was ist Good Feeling Power, da muss man sich den Good Feeling Power Song anhören, so kann man das im Grunde fast sagen. Ja. Und es ist echt, aber dass das bei dir direkt so, man hat das Gefühl auch gehabt, dass du aus dem, man hat dich so angeblimmt und du hast es vollkommen aufgenommen. Das hat mich richtig fasziniert, weil oft genug kennt man das ja, dass man, wenn man irgendein Projekt macht, mit den Leuten nacharbeiten muss. Mhm. Oder das ist wirklich was. Aber du warst sofort
verstanden. Ja. Er hat gesungen, feel the power. Feel the power. Ja. Du hast die Power gefühlt. Ja, aber damals war die Idee ein bisschen from the power from Snap. Aber ich hätte gesagt, okay, lass uns nichts was tun in Snap. Genau. Wir machen was Eigenes. Ja. Und when you said the power, they said, okay, I got the power. Ja. we'll bring this rein. Weil the Turbo B ist eine Kombo für mich. Yeah. From the Snap. Yeah. Und ich will, dass er bringt mir nichts um und ich klaue the power. So, nein, auf keinen Fall. Wir machen mit ihm einen Remix. Wir machen mit ihm einen Remix. Es gibt übrigens einige Remixes dazu. Das ist es ja noch. Das Hauptlied Good Feeling Power ist genial, aber ihr habt ja dann 7 oder 8 Remixes dazu gemacht. Ja, ich hätte extra Remixes organisiert für meine Kumpels. Die meisten Remixes kommen aus Deutschland und Österreich. Ja. Und ich habe gesagt, okay, mit den Remixen damals, ich brauche DJs, die sind ein bisschen bekannt und sie pushen das extra ins Marketing. So. Ja, die hat sehr viel, ein paar Leute hat gehört von das Lied und sagt, bitte gib mir das Remix, ich will das kostenlos machen. Bitte. Ja, hier ist ein bisschen, cool. Kein Problem. Cool. Ja. Also dafür sind wir dir ewig dankbar. Ja. Und es war echt eine tolle Atmosphäre. Ihr habt uns auch einen tollen Empfang gemacht. Also alle auch, die da anwesend waren. Es war eine schöne Erfahrung. Also wir sind ja auch Leute, die immer für solche Dinge auch dankbar sind. Ja? Die wirklich immer fasziniert sind, wenn was Gutes kommt. Wir sind einfach gute Käufer, weil wenn wir was Schönes sehen, dann wollen wir es haben irgendwie. Ne? Und man sagt ja immer, gute Käufer sind gute Verkäufer. Mhm. Und deswegen gehen wir auch unseren Weg. Und dadurch ist es auch so schön, dass wir aber auch immer ja auch in Kontakt trotzdem darüber hinaus ja auch immer geblieben sind, dass du das Produkt dann auch logischerweise genommen hast, noch besser sagen konntest, ja, ich fühle das und dass du jetzt ja auch hingehst und deine Damen, ich hatte das ja mit, das kann man schon sagen, oder? Dass ich ja mit Corona erwischt hatte. Das ist momentan das ist echt aktuelle Thema. Und dass du heute halt dann auch hingehst und sagst, so, die ganzen Leute, die sich da so hervorragend um mich gekümmert haben im Krankenhaus, die können eins gebrauchen, nämlich Good Feeling, und dann geht's da rund und alle bekommen als Dankeschön das Good Feeling, also Good Feeling Products, das finde ich einfach auch nochmal. Ja, für mich ist genial, dass ich bekomme vom Good Feeling Products so Unterstützung, auch für Support für die Leute, das hat meinen Leben gerettet. Man soll diese Covid-19 ein bisschen ernst nehmen, weil ich hätte es geliebt. Ich war in Intensivstation und ich habe auch die Feeling, wenn Good Feeling Products können auch Leute in diesen schweren Zeit auch ein bisschen Unterstützung. Ich will es auf der Firma Unterstützung mit meiner Power und Networking und bring it to the world, you know, bring the inspiration, das Lead, the Products, euch, the Firma, no problem. Weil wir alle brauchen eine good feeling. Das ist richtig, richtig. Lass uns das in die Welt bringen. Ja, und natürlich unterstützen wir gerne Dinge. Danke. Ja, wir spenden ja viel auch auf der Insel, an die Tafel. Wir sind überall, wo man uns auch nicht unbedingt sieht, wo es nötig ist. Wir sind meistens im Hintergrund. Da mal ersteigern wir ein Bärchen oder sonst irgendwas für ein paar Euro oder für viel Geld, wie auch immer du sehen willst. Und wir sind da immer dabei. Und wenn einer uns eine gute Idee verkauft, dann schnappen wir auch und sagen ja. Vor allen Dingen, wenn es auch einen Nutzen dafür bringt, nämlich anderen Menschen Nutzen zu bringen. Mhm. Und dir nutzt das Good Feeling Power, dir hilft es, Menschen hilft es, du weißt, was es kann, und das müssen wir jetzt in die Welt rausbringen. Ja. Und deswegen sind wir total froh, dass du da uns direkt darauf angesprochen hast und gesagt, ey komm, lass uns da was machen. Mhm. Ja, und da sind aber wir genauso wieder heute da. Heute bist du auch wieder hier und es ist auch direkt auch wieder totaler Spirit auch da. Ja, ja, und für mich das war auch, weil ich hätte auch zu Hause meinen Good Feeling Produkt, und wenn ich komme aus dem Krankenhaus, ich hätte gesagt, ich brauche ein bisschen Unterstützung, auch ein bisschen mehr Energie, und ich hätte ein paar Produkte genommen in die Getränke, und meine Power kommt und Kraft kommt zurück. Ich sage, ich nehme Good Feeling Power, steht 6 Uhr in der Früh auf, ich muss meinen Popas bewegen, lass mich ein bisschen laufen. Ich hätte langsam angefangen, und in einer Woche, ich hätte mehr momentan von der Unterstützung mehr Power, mehr, ich kann atmen ein bisschen besser, so lange Weg, aber ich glaube, von meiner Empfehlung, man soll in das
einsteigen in die Produkten hier, was ja gibt's. Wie wir können und dürfen wir natürlich nicht sagen, aber klar, jeder hat, glaube ich, verstanden, was gesagt oder gemeint ist, dass es halt nicht nur ein Wort ist, sondern dass es auch Programm ist und ja, dass man den Produkten sich gut zuwenden kann und dankbar sein kann, dass es die gibt. Und du bist ja auch schon immer engagiert, Menschen zu helfen, auch in Not oder sonst was. Du bist ein guter Promoter, du hast dich schon für viele Dinge eingesetzt, auch kostenfrei, wo du sagst, da müssen wir unterstützen oder sonst was, zeichnet dich ja auch aus. Du bist nicht nur Künstler, sondern hier auf der Insel auch sehr aktiv unterwegs, auch international unterwegs. Ja, ja. Polen ist zum Beispiel auch ein Land, wo du auch sehr stark vertreten bist, auch mit deinen Liedern. Also ich habe echt nochmal Lust, nochmal das Lied zu pushen. Mhm. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Also hey, das sollten wir jetzt hier mal festhalten. Ja, und ich finde es auch mal toll, dass unsere Zuschauer und Zuhörer dich mal dahinter auch da sehen, wer da so dahinter steckt bei diesem tollen Lied. Genau. Und die CD kommt ja auch mit in das Goodiebag für diese Leute, die dir geholfen haben, dein Leben mitgerettet haben. Und wie gesagt, da sind wir gern dabei. Jetzt weiß ich gar nicht, sind wir heute zeitmäßig, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, weil wir sind immer so gut in der Zeit. Wo sind wir denn das heute? Das sollen wir auch bleiben, sollen wir auch bleiben. Ne? Also ich glaube, war schon die das Winken schon da? Werden wir jetzt schon sagen, ein paar Minütchen, die bekommen wir hier noch freigeschaufelt und dann geht es wieder zur Verabschiedung tatsächlich dann halt schon. Ne? Das ist super. Genau. Ja, also für mich sage ich mal die Erinnerungen. Ja? Die Erinnerungen und sage ich mal, weißt du, warum wir so gestaunt haben, als wir so große Augen bekommen haben? Weil wir haben gedacht, okay, Mallorca, Lied, naja, wir werden sehen, was so dahinter steckt, ob das so sein wird. Und man sieht ja so manchmal, wenn man Fernsehen schaut oder so, da hat da einer sein Studio so ein bisschen im Hinterzimmer oder sowas, ja. Und wenn man bedenkt, dass wir Maschinen bauen, die Millionen kosten, um unser Good Feeling Power herzustellen oder die Entwicklung oder die Studien, wie der aktuelle Studien ist mit dem Fraunhofer Institut und alles, dann weiß man, wie wir auf Qualität achten und auf Professionalität. Yes. Und deswegen haben wir geguckt wie kleine Kinder, weil wir kamen da rein und haben gesagt, wow, das hätten wir jetzt nicht erwartet, dass wir in einem absoluten Profi-Studio, wo schon mega pikante Persönlichkeiten ihre Gigs und sowas gemacht haben, da ich weiß nicht, welche Namen, die sind mir alle wieder entfallen, aber wirkliche Weltstars, die dort schon Platten aufgenommen haben und alles. Und deswegen haben wir so geschaut, wie kleine Kinder. Weil dieses gute Gefühl, weil wir auch echt einfach auch mit echten Profis ganz einfach zu tun hatten. Und wir uns aber ja da gar nicht so auskannten und deswegen so ein bisschen gesagt, okay, schauen wir mal, wie es ist. Es war auch sehr transparent und fair. Also das Gute war, wussten, was kostet uns der Spaß, wie viele CDs haben wir, welche Rechte, das war auch, muss man dazu sagen. Alles auch, super. Auch, ist super der Mitarbeiter noch da? Wie hieß der nochmal, der da das im Hintergrund alles geregelt hat? Ich weiß die nicht Isabella. Sie ist leider nichts. Aber der andere junge Mann auch. Und der Die Philipp. Ja, ist er noch da? Ja, er ist noch da. Super. Und der Philipp bekommt heute sein erstes Kind. Baby kommt heute. Ja, super. Dann sag ihm mal Bescheid, cool. Beiden da, die da reingekommen sind. Das ist ja klasse. So. Aber das hat mich gefreut. Ich wollte alles, alles regeln, dass alles war in Ordnung für euch. Und, weil ich hätte alles organisiert wegen die Vertrags und die Professional in der Studio, weil der Louis ist sehr ruhig und Understatement. Das ist sehr schwer, so vom Geld, er ist gut, aber man checkt das nichts, weil er ist ein bisschen älter, aber wo nur arbeitet und gutes Musik machen und gute Feeling im Studio, good Presence haben und keinen Tricks, weil das bringt sowieso gar nichts, nur Stress. We will eine good Feeling im Studio haben. Und das hat er voll rübergebracht. Die Kunden begeistert. 100% total gelungen. Ja, und auch das stimmt, wo du sagst, der Louis ist auch so ein total ruhiger, ultrasympathischer Mann, der ja überhaupt gar keine Macken hat. Der hat ja nun wirklich auch gigantischen Erfolg und der ist so normal und sympathisch und nett und höflich und so fort. Stell dir mal schöne Grüße von uns. Ja, wie man einfach nur kann. Ne? Also ich bin gerade voll inspiriert. Ich glaube, wir sollen nochmal einen Song aufnehmen. Wir sollten auf jeden Fall nochmal. No problem. Also, Louis sitzt noch an seinem Pult und macht. Ja. Ich denke, das ist Good Feeling Power, den Song, den können wir nicht übertreffen. Naja, aber die Remixes sind auch schon sehr gut. Oder was Neues. Lass uns win on win nichts. Muss nichts sein. Aber lass uns nochmal gucken, ob was Gutes bei raus. Also, ich glaube schon, dass wir das machen werden. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Leute depressiv sind, wo die Stimmung nicht so besonders gut ist.
ist. Mehr Good Feeling denn dann brauchen wir den mehr. Genau. Und das kann ja eine Anlehnung sein, aber nochmal auf einen anderen Style oder sowas. Warum nicht? Das Erste ist das Erste. Das Erste, das ist original. Ja. Das ist einfach so. Und du hast es eben, und das ist ja bei uns immer so sehr spontan. Sehr, sehr spontan. Und wir hatten gar keine Zeit, viel zu reden vorher. Wir haben uns begrüßt, haben uns kurz gesprochen. Und dort sagtest eben was. Das würde ich gerne nochmal aus deinem Munde hören, aber ich lege es ja nochmal jetzt rein, weil du hast die Power von uns gespürt. Yes. Ja? Yes. Und das hat dich dann so geflasht, dieses Lied auch so powerful zu machen. Mhm. Ja? Wie hast du das denn empfunden, als wir da reinkamen, abgesehen davon, dass wir große Augen hatten? Wie hast du uns denn wahrgenommen? Weil wir nehmen uns ja so wahr, wie wir uns kennen, und viele Leute sagen immer, ja, wenn die beiden ankommen, die haben immer so viel Power, das überrennt einen oder so. Hast du dich überrannt gefühlt oder war es positive Power? Ja, das war eine positive Power. Ich hatte ein gutes Gefühl, das ist sehr wichtig. Mhm. Du hattest einen Plan, eine Idee, was du wolltest, in welche Richtung. Das ist normal, das ist wie Michelangelo, du hattest einen Stein und du musst so ein bisschen auf diesen Stein arbeiten, dass die Statur kommt aus. Yeah. Und ich hätte, ich glaube, 2 oder 3 Tage nur gesetzt auf den Text und geendet und hat gesagt, okay, ich weiß von der Stimme von Leanne Ross, she bringt die Eleganz und die Energie in das, erst mit der Stimme, weil ich hätte angefangen mit die Hookline, Strophe. So angefangen und dann von dieser Energie in diesem Text, weil die meisten von dem Text, good feeling power coming over me and this energy rising up, die Phoenix. Ja, das Energie und dieser Vorschritte, die Direction, kommt vom euch. Und dann ich baue das und dann ich sage, okay, lass mich auf die Text, die Rap konzentriert. Das ist nichts zu kompliziert. Mhm. Und auch die Energie in this Text. So, das war so Motivation von alle Richtungen. Und das war gute Laune auch in the Studio. Der Louis war motivated, der Philly. Alle dancen, nochmal. Ich glaube, in dem Studio, ich muss das Ziel mindestens 60, 70 Mal hintereinander. Ja. Wow. Spiel es nochmal, los. Spiel es nochmal, lass uns nochmal. We can this reinbringen und das reinbringen. Ich hätte ab und zu gesagt, ey, langsam, das kann zu viel. Lass uns dann mehr Remixe liefern. Ja. Extra dazu, wo wir können noch mehr Ideen in das einbauen. Ja. Und wir nehmen das Beste aus. Also die Remixes, also da ist eins besonders, also das finde ich nicht besser als das Original, aber bin ich genauso drin verliebt. Aber da habt ihr nochmal super Arbeit geleistet. Also ganz professionell, genauso wie wir es lieben, wie wir es schon immer machen, egal welches Produkt, alle, die wir jetzt auch gerade entwickeln und sowas alles. Wir haben ja wieder neue Produkte von der Frau Doktor wieder zum Testen da und das ist auch wieder ganz, ganz, ganz fantastisch. Also es passt einfach. Wenn wir was anpacken, dann machen wir es richtig, dann machen wir es professionell und wir arbeiten nur mit Profis zusammen und das ist auch vielleicht nochmal ein Tipp an die Leute, an die angehenden Berater und Vertriebler und auch Unternehmer oder Unternehmer sein wollen. Ich glaube, da sind wir ein ganz gutes Beispiel für, wie man das vielleicht anpackt, weil das Ergebnis spricht für sich. Absolut. Und über all die Jahre bleiben wir im Kontakt, sind wir im Kontakt, in einem guten Kontakt. Mhm. Wir sehen uns nicht so häufig, weil du bist viel unterwegs, wir sind auch viel unterwegs. Mhm. Wir leben zwar auf der gleichen Insel, im Dorf, aber irgendwie. Gleich da, Nachbarn. Ja, genau. Aber manchmal, wenn die Leute so sprechen, ist es doch manchmal auch von Palma nach Cala Mayor, oder? Ja, und das war, als wir dann jetzt gesprochen haben, da war uns so klar, da haben wir gesagt, nein. Was hältst du davon? Komm, lass uns einen Podcast zusammen machen. Und du sowieso total spontan sagst, na klar, ich bin direkt dabei. Und somit war das auch wieder so eine schöne, spontane Idee. Also ich kann nur eins sagen, ich bin richtig, richtig happy. Ich finde das mega toll. Thank you. Finde es so toll, dass wir uns jetzt auch wiedergesehen haben, auch zu sehen, wie gut es dir jetzt auch geht. Yes. Und siehst super aus. Und echt du sagst, toll. Du hast was Richtiges gesagt, wir sollten uns überlegen, was wir womöglich mit dem nächsten Song machen können. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich dann auch noch mehrere Sachen zu besprechen. Das können wir dann vielleicht sogar mal irgendwann im nächsten Podcast irgendwann nochmal sagen. Und ich würde sagen, es ist auch schon wieder Zeit Super. Zu sagen, cool, wir sind alle voller Good Feeling Power können schon fast sagen, bis zum nächsten Mal. Können wir sagen, darf ich mal kurz an das Publikum was sagen. Einschalten und zuhören lohnt sich total. Wer hat schon die Möglichkeit, solche Einblicke in Entwicklung eines
Liedes, eines Songs mit den Leuten, die dahinter stehen. Ja. Ja? Mhm. Ich meine, das war jetzt ein Stück Geschichte, kann man sagen. Absolut. Weil die Personen, die dahinter stehen, haben Musikgeschichte geschrieben und haben daran gearbeitet und das mit Herz und Liebe. Und das zeigt ja auch, dass die Leute echt auch eine Obsession haben für Musik und sowas alles. Und das Gute und das Richtige findet sich und kommt zusammen. Ja. Also haben wir eine tolle Synergie geschaffen. Ja. Also können wir nur sagen, danke, dass du heute dabei gewesen bist. Das freut mich sehr. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Yeah. Tolles Podcast. Yeah. Oh, Dankeschön. Gott. Sehr cool. Good feeling power. Hey, yeah. Good feeling power. Yeah. Good feeling power. In aller Munde. Ja, und my last word is, man soll keine Angst haben mit dieser Situation über die ganze Welt. Da gibt es immer Licht. Ja. Stimmt. Right? Ja. Sehr wichtig ist, I have to say it in English, your health is your wealth. Ja. Ja. Ohne gutes Gesund, man kommt sowieso nichts vorne. Du sollst jeden Tag leben, nichts warten, jetzt bewegen, good feeling power, good feeling products, jetzt, sofort. Cool. Super Schlusswort, da gibt es nichts mehr zu sagen. Genau. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.